So, wir sind bei der letzten Invasion angelangt, und zwar die Schattenrad-Invasion. Alle anderen haben wir dann schon gemacht. Die Dämonen sind uns auf den Fersen, Kommandant. Die Milch der Kuh ist sauer. Ein altes Weib hat mich heute Morgen schief angeguckt. Der Himmel sieht einfach nicht richtig aus. Schlagt die Invasion eurer Garnison durch den Schattenrad zurück. Annehmen. So, dann einmal ihn wieder ansprechen. Und wir gehen wieder in die Mitte, weil Schattenrad wird wahrscheinlich auch wieder mitten in der Garnison erscheinen. Schätze ich jetzt einfach mal. Na komm. Bleibt er hier stehen oder rennt er vor? Er rennt vor. Nee, er bleibt hier stehen. Okay. Zielt auf das Kopf, auf den Kopf und das Herz. Und das war das Erste. Ach, da ist ja noch einer gewesen. Sie dürfen nicht Fuß fassen. Genau. Na, geht's hier bald mal los. Durchhaltevermögen. Wir fangen hier drüben an. Ach, das sind wieder kleine. Die großen sind da unten irgendwo. Panischer Arbeiter schutzlos. Ja, und er rennt mal wieder dahin, wo keine Sau ist. Nee, er ist hier. Sehr schön. Komm her. Hallo. Hallo. Bleib hier. Wo willst du denn hin? Eieiei. So. Ein Spitzel der Horde. Ja, ich tu den hier erstmal wegbringen. Entschuldigung, dass er in Sicherheit ist und dann werde ich mich um den Spitzel kümmern. So, der ist auch weg. Irgendwie kommen hier aber ganz schön wenige meiner Meinung nach. Hä? Ein Teufelslegionär nähert sich. Ah. Na, ich muss hier durch. So, sehr schön. Höllenbestien hageln vom Himmel. Na komm. Hallo. Also hier müssen wir jetzt wirklich nach Punkten suchen. Arbeiter ist schutzlos. Nein, bleib hier. Bleib hier. Komm her. Auf. Ein Spitzel der. Ja, wieder das Gleiche. Ich bring den erstmal weg und dann können wir weiter drüber reden. Na? Komm her. Etwas schneller, wenn ich bitten darf. Wenn ich dich schon rette und dann. Hallo? Wenn ich dich schon rette und dann muss auch mitkommen. So, da ist der Spitzel. Sehr schön.
Ein Te Teufelsregionär nähert sich schon wieder. Genau. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da ist einer. Also ich sag mal, wir brauchen ja eh nur Gold schaffen, dass wir alle Erfolge bekommen. Was? Ich frage mich außerdem, was es mit den Heldenmonumenten auf sich hat. Du bleib. Ah, das gibt's doch nicht. Komm mit. Komm mit. Auf ein bisschen schneller. So, rein mit dir. Und jedes Mal kommt noch ein Spitzel der Horde dazu. So. Das ist zu weit entfernt. Teufelslegionär wieder von oben. Naja, Gold haben wir auf jeden Fall geschafft. So, sehr schön. Jetzt geht's ans Platin. Helmbestien. Jo. Kann man mal machen. Und jetzt müssen wir noch 2 Minuten durchhalten, dass wir es zu Ende bringen können. Oh, der ist neu. Panische Arbeiter hier direkt zu mir. Komm, einmal zu mir. So, hier hoch. Entschuldigung. Gut, was haben wir denn noch? Da unten, da kommt auch ein Spitzel da drüben. Ich glaube, das hier wird das, wo wir am Ich meisten muss näher Punkte ran. kriegen, weil wir ja jetzt schon über 1300 sind. Wo ich am Anfang eigentlich gedacht habe, dass das mit den 1300 Punkten, oh, gar nichts wird. Teufelslegionär von unten diesmal. Was war das höchste? 1600. Schlag mich tot. Unten sind noch. Bin außer Reichweite. Höllenbestien. So, das haben wir auch. Na, das wird ja Kinderspiel. Panischer Arbeiter schutzlos. Genau. Schön in meine Richtung. Schön hierher. Hier, komm, 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 komm. Sieben Sekunden noch. Warte ich mir jetzt die Punkte für den nicht zu geben. Na, so viel ist es jetzt nicht mehr.
Da. Da hinten. So. Rette die Gebäude abgeschlossen. Sehr schön. Oh, 1794. 1869. Wo kommt der? Ah, der. Da kommt er direkt. Abyssaleindringling. Verteidigungsexperte und Invasion des Schattenrats abgeschlossen. Sehr schön. Quest beenden. Und damit hätten wir alle geschafft. So. Was gibt's hier noch? Invasionsexperte. Ne? Erreicht bei jeder Platin. Ah, Schattenmond-Clan hat man damals kein Platin geschafft. Schade. Naja. Kann ich ja demnächst irgendwann offscreen machen, weil Schattenmond-Clan hat man schon. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. So, ich schau mal danach, was wir mit besiegt alle beschwörbaren Garnisonsbosse machen können. Und ansonsten werden wir als nächstes die, den Ruf hier hochbringen bei Warlords of Draenor. Also hier, Erkundung. Draenor, hier, Tarnaand-Diplomat müssen wir machen. Das heißt, Hand des Propheten, Orden des, der Erwachten und Säbelzahnpirscher auf Respekt vollbringen. Ja, müssen wir dann mal gucken, wie lange das dauert. Irgendwo müssen wir auch eine Quest kriegen, dass wir in den Tarnaand-Dschungel müssen. Ich glaube... Hier bei der. Hier bei ihm, ne. Seht euch ruhig um. Ah, Chorverzauberer. Nein. Da drüben auch nicht. Ja, wahrscheinlich hier drin irgendwie. Hier fix der Knirps. Wir brauchen Bass. Nein. Das andere geheimnisvolle Notizbuch nach Eisenschmiede. Nö. Hier drin irgendwas. Pelzhändlerin. Nein. Lebt wohl. Der hat nichts für uns. Da ist auch nichts. Hier oben. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Die Feuerprobe. Ja, können wir morgen mal machen. Vergesst nicht, machen wir morgen mal die Feuerprobe. Also ich sag mal, wir sind 110. Das ist normalerweise ein Pipifax dann. Was gibt's hier? Verträge. Grubenkämpfer Van Damme. Rangali Chell. Konstrukteur Andren. Ja, gucken wir einfach mal. Also morgen mal die... Feuerprobe machen und dann mal schauen, was wir sonst noch machen können. Gut, dann sag ich mal bis morgen. Vielleicht geht's auch morgen direkt mit dem Questen weiter. Also hier, dass wir Ruf im Tarnaand-Dschungel farmen. Dann bis morgen. Tschüss.